Willkommen zurück zu Turboprop Flight Simulator. Weiter geht's mit den Missionen. Und zwar haben wir hier wieder drei Missionen. Mal wieder Flaggen einsammeln. Dann haben wir hier Gleiten. Und zwar müssen wir hier fallen alle Triebwerke aus und wir müssen so weit fliegen wie möglich. Als nächstes müssen wir dann noch von an zwei Orten Sachen abwerfen aus dem Flugzeug heraus. Also es kann auf jeden Fall auch ganz spannend werden. So, dann würde ich sagen, fangen wir an mit den Flaggen und bremsen. Immer schön bremsen. Und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es sind eine ganze Menge Flaggen. Deshalb würde ich sagen, schnappen wir uns den. Also die Flagge hier. Und dann vielleicht den da. Ja, das haben wir bekommen. Wenn auch nur knapp. Und dann nehmen wir uns das hier noch mit. Und dann machen wir am besten eine Rechtskurve, weil da zwei direkt nebeneinander sind. So. Ah, okay, eins ist auf dem Plateau drauf, eins ist unten. Deshalb kann ich das nicht bekommen. Aber das hier sollte machbar sein, dass ich hier steige und mir das da nehme. So. Okay, oh, den hätte ich mir auch schon schnappen können. Da war einer rechts, aber gut. Dann nehmen wir uns den hier. Und dann fliegen wir einfach noch eine Rechtskurve. So. Flieg, 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 dreh dich. Und wir sind super hoch, deshalb würde ich gern weiter runter gehen. Ah, da krache ich dann in den Berg rein. Deshalb nicht. Dann fliegen wir einfach hier durch und nehmen den dahinter noch mit. Den haben wir eben nicht mitnehmen können. So, und würde ich sagen, noch eine Rechtskurve. Also nach rechts. Drehen, drehen, drehen. Schön dabei bremsen. Oh, Berg. Berg. Komm, wir fliegen drüber. Und schnappen uns dann den Checkpoint hier. Und ziehen dann hoch und schnappen uns den da. So. Und da war einer unten drunter. Deshalb konnte ich den nicht mitnehmen. Aber hier haben wir noch einen. Und dann fliegen wir jetzt kurz geradeaus und dann schnappen wir uns die ein bisschen weiter rechts. Fliegen erstmal eine Linkskurve. Und dann Rechtskurve. Schön dabei bremsen. Oh, das ist nicht gut. Schub, Schub, Schub. Wir brauchen Schub. Okay, wir haben es gerade noch so geschafft. Okay, wir haben da fast die Kontrolle verloren. Und den kriege ich leider auch nicht. Das heißt, wir kriegen nur den. Okay. Und jetzt muss ich wieder eine Kurve fliegen. Und ich kann wieder Schub rausnehmen. Da sind wir fast abgestürzt. Ah, ich glaube, den kriege ich nicht. Muss ich kurz geradeaus fliegen und dann eine Kurve machen. So, also da sind wir wirklich fast abgestürzt, das war ein bisschen gefährlich, aber na gut. Ah, der ist so am Berg dran, das ist natürlich ein bisschen doof und gefährlich ist auch noch. So, hoch, oh Gott, das war knapp, das war echt knapp und jetzt haben wir nur noch eine letzte Flagge. Und die sollte eigentlich ganz leicht sein. Fliegen mal kurz geradeaus. Bisschen bremsen. Und dann machen wir eine Linkskurve. Links. Komm schon. Dreh dich bitte. Danke.
Und jetzt können wir hier sehr schön fliegen und wieder crashen. Ja, aber wir haben es geschafft. 4 Minuten 21 und man hätte es in 2 Minuten schaffen können. Aber das haben wir zumindest so lange wie möglich geradeaus. Gesehen, das hat recht lange gedauert und ich habe leider auch nicht die 50 Checkpoints bekommen, sondern nur 39, aber ihr habt auch gesehen, dass ich nicht gerade sauber geflogen bin, also ich habe sehr viel Mist gebaut und deshalb, ja, werde es wahrscheinlich nochmal versuchen, mehrmals wahrscheinlich, und da kriegt man halt noch eine ganze Menge Geld. Also 830 kann man da noch bekommen. Das ist, glaube ich, bisher ja so das meiste, was man noch zusätzlich bekommen kann. Zumindest das zweite will ich noch haben, also mindestens 50 Checkpoints bekommen. Ja, das hat halt recht lange gedauert. Deshalb mache ich das wahrscheinlich so als Zeitraffer oder so. Hab halt währenddessen noch nicht geredet. Und jetzt machen wir das hier noch. So, und da haben wir jetzt einen Transporter. Das heißt, wir werden die wahrscheinlich hier reinfüllen müssen. Oh, fast dran gestoßen. Komm schon, gib noch ein bisschen Gas. Dann jetzt mal Rückwärtsgang. Oh, wir sind ein bisschen drüber. Ja, immer noch drüber. Gut, versuchen wir es nochmal. Und so. Und jetzt Rückwärtsgang. So. Und jetzt gerade. Okay, es hat geklappt. Vorwärtsgang. Und wegfahren. Dann bleibt er stehen. Und wir können Entschuldigung, so, einmal umdrehen. Machen wir hier zu. Und dann gehen wir schnell nach vorne. Und komm schon, ich würde gern einsteigen. Ich weiß nicht, warum ich das nicht hinkriege. So, jetzt aber. Dann Pilotenansicht. Einmal kalibrieren. Automatischen Bremsen. Schub auf 50% und dann einmal nach links auf die Startbahn. Und dann warten wir einfach ein bisschen, bis wir schnell genug sind. So,
Einmal drehen. Okay, Fahrwerk rein. Und dann fliegen wir mal. Einfach geradeaus. Da eine schöne Kurve. Und ich mache mir die Karte rein, damit ich sehen kann, wo die nächsten Checkpoints sind. Und da müssen wir ganz schön steigen. Also einmal hoch. Hoch, hoch, hoch. Okay, es ist hoch genug. So, noch ein bisschen nach da. Ja, noch ein bisschen höher. Ist noch nicht ganz hoch genug. Und jetzt müssen wir wieder sinken. Okay, wir müssen gleich Cargo abwerfen. Vorbereiten. Und können wir, ja, wir können es verstellen. Machen wir mal 5. Weil ich ja glaube, also ich glaube, wir müssen es an 2 Stellen abliefern. So, noch ein bisschen nach links. Und abwerfen. So, sollte klappen. Und okay, wir haben es geschafft. So, machen wir das weg. Und fliegen wir zum nächsten Checkpoint. Ja, und dann haben wir jetzt noch einen zweiten Abwurf. Und zwar hier auf dem Plateau, wo wir eben auch die Fahnen gesammelt haben. Also gehen wir mal hier lang. Und jetzt bremsen wir mal ein bisschen, damit ich alle Checkpoints bekommen kann. So. Und dann machen wir Prepare. Ein bisschen nach rechts. So. Und dann Airdrop. Und das sollte klappen. Okay, sehr schön. Und jetzt hängen wir in dieser Ansicht hier fest. Ah, wir haben es leider nicht in 3 Minuten geschafft, sondern in 4 Minuten. Aber ansonsten war es eigentlich ganz gut. Wir haben auch alle Checkpoints bekommen. Also los geht's zum nächsten Level. So, und jetzt haben wir noch eine letzte Mission hier, und zwar Follow. Und zwar müssen wir einfach einem Flugzeug folgen und ja, recht nah dran sein. Warte mal, so, einmal kalibrieren. Folge dem anderen Flugzeug. Ja, ja, wir sollen dem anderen Flugzeug folgen und uns wird dabei auch die Geschwindigkeit und der Abstand angezeigt. Und wir müssen näher als 180 Metern sein. Das hatten wir auch schon mal bei Flight Pilot Simulator. Und, oh, das Flugzeug fliegt weg. Ah, nee, doch nicht. Aber diesmal haben wir zum Glück auch Bremsen. Das heißt, wenn wir zu nah kommen, können wir auch einfach einmal kurz so machen. Und dann fliegt das Flugzeug auch schon weiter. So. Kommt wieder näher, also treten wir wieder kurz auf die Bremse oder zweimal. Wow. Okay. Auf diese Kurve war ich nicht vorbereitet. So, wir müssen höher ziehen. Höher, höher, höher. Ah, 180 Meter. Einhalten wird nicht leicht. So. Aber ich glaube, wir sind noch ganz gut dabei. Außer jetzt. Jetzt, ja, jetzt machen wir einen großen Bogen. Warum muss das Flugzeug so wild fliegen? Und jetzt biegt es nach rechts. Okay. Oh, das war jetzt aber eine scharfe Kurve nach links. Ja, das... Was zum... Okay, das hole ich nicht mehr ein. Doch, ich hole es ein. Warte mal. Okay. Also, wir sind wieder recht nah dran. Ich
würde mal gerne ein bisschen wieder abbremsen, weil wir weniger als 100 Meter entfernt sind. Deshalb ein bisschen gefährlich. Ich würde auch gerne auf die Höhe steigen von dem anderen Flugzeug. So. Nein, wir müssen schneller werden. Werd schneller, bitte. Werd schneller, bitte. Okay, ich weiß nicht, wie gut das war. Wir haben auf jeden Fall über 50. 78. Ja gut, ich versuche das alles nochmal nach der Folge. Jedenfalls haben wir hier wieder drei neue Level freigeschaltet. Und da brauche ich wieder eine ganze Menge Kohle. Ja, ich denke mal, wenn ich das hier noch schaffe und... Ja, vielleicht schaffe ich das auch. Aber da will ich auf jeden Fall 50 haben. Dann kriegen wir auf jeden Fall schon eine Menge Geld zusammen. Und da muss ich nur für zwei Missionen Werbung angucken. Ja. Also Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da, ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.